Gut, dann, liebe Leute, heiße ich euch herzlich willkommen zu unserem Livestream. Und wie ihr seht, bin ich nicht alleine, denn dabei ist die liebe Tabo, Hallo. die liebe Gerda. Grüezi. Kuckuck. Ja, und ich bin auch dabei. Und wie ihr gerade auch gehört habt, Jabu ist auch noch mit im Hintergrund. Ich manage das Ganze noch leicht. Sehr gut. Unser Stream-Manager. Genau. ja, wir wollen heute am Kölner Dom wieder weiterbauen. Die Leute, die da nicht sehen wollen, wie weit wir aktuell sind, sollten den Stream nicht sehen, denn ihr werdet gespoilert. Den Ihr Hinweis könnt die sollte Augen ich euch. zumachen. Den Hinweis muss ich euch geben, denn die aktuellsten Folgen, wir haben ja noch vor meinem Urlaub aufgenommen, ich bin ja gestern erst aus dem Urlaub wiedergekommen, die sind noch nicht hochgeladen, die kommen erst Oktober oder so. Und nur damit ihr Bescheid wisst, die das nicht sehen wollen, bitte dann abschalten. So, wir werden jetzt zum Kölner Dömchen gehen, zu unserer kleinen Kirche. Und da Ja. mal weiterbauen, ne? Okay. Ja? Ja? Gehen Sie vor, wir folgen Ihnen unauffällig. Juhu! Unser Prachtkerl! Der sieht echt schon ganz schön stattlich aus, ey. Ja. Es ruckelt ein wenig. Es ruckelt. Ja, ihr geht immer so schwupp, stückchenweise vorwärts. Kann Kann vielleicht an natürlich Ihnen theoretisch am heute. Livestream liegen. Ihr spielt ja über Hamachi, ne? Und Hamachi ist ja im Ja. Prinzip ein Internetnetzwerk. Und dann kann es sein, durch den Livestream, dass die Internetleitung gleich so ein bisschen ruckeln könnte, weil die da sowieso momentan so viele Probleme mit haben. Ja. Okay. So. Was hatten wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben die Böden gemacht, also du hast mir Stimmt. geholfen. Stimmt. Und ja, jetzt kommen, glaube ich, so Arbeiten. Ach, Weiß stimmt, nicht. unser Kreuz. Ja, im Gedenken an die Opfer, die bei dem Erdbeben in Italien Ja. umkamen. Genau, liebe In Leute. Italien, magst du mal korrigieren? Oh. Ja, aber sofort. Steffi. Lisa! Es tut mir so leid, es tut mir so leid, dass ich dir nicht abgesagt habe. Ich habe es total vergessen. Alles gut, Süße. Hallo Lisa. Hi. Hi Lisa. Hallo. Du Steffi, ich habe ganz lecker Kuchen gebacken für morgen. Da freue ich mich aber. Zwei verschiedene. Oh, lecker. Ach ja. Und ihr versucht zu streamen, ja? Ja, wir versuchen zu streamen. Kriegt ihr's hin? Ich hoffe, weil ich sehe auf dem Laptop, ich habe Mamas altes Laptop genommen, falls irgendjemand schreiben sollte im Chat, dass ich antworten kann. Aber irgendwie zeigt er mir kein Bild an. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich dann die Kommentare lesen kann, weißt du? Das ist da jetzt gerade so ein bisschen blöd, aber wir schauen einfach mal. Carsten sagte mir, Werden wir sind. die Kommentare dann auch auf YouTube angezeigt, wenn ich das zum Beispiel gucke? Weil ich habe mein Handy halt nebenbei liegen. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber eigentlich schon, weil wir haben es Müsste ja auch ja, mit, ne? weil ich habe mich ja von einem anderen YouTube-Kanal eingeloggt, um die Kommentare letztens zu lesen und zu kommentieren und so weiter. Da habe ich auch alles gelesen von dem, Weil was sie dann geschrieben sonst kann ich immer runterscrollen und gucken. Ja. Wenn es kann, ihr könnt ja mal was schreiben. Schreibt doch mal testweise was. Ja, genau. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das würde eigentlich funktionieren. Ja, mach mal, dann kann ich gucken. Ich habe das jetzt bei mir auf lautlos gestellt und dann. Hier ist auch immer so Totenstille.
Ja, ich weiß es ja auch nicht. So, aber ich habe gerade mal was geschrieben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Keine Jo, kann man lesen. Ja? Jo. Alles klar, dann habe ich halt kein Bild, aber ist ja auch egal. Aber dafür habe ich den Chat, falls irgendeiner schreiben sollte. Ja, Live-Chat, ich hab's. Alles klärchen, ja, dann läuft. Können wir wie gewohnt aufnehmen. Ist halt, dass das jetzt direkt schon live ist, anstatt dass das später auch hochgeladen wird, ne? Mhm. Okidoki. Gut, dann bin ich raus, ne? Viel Spaß, tschüss. Ja, danke schön. Danke, tschüss. Tschüss, bis morgen. Bis morgen. User disconnected from your channel. Ja, dann... Alles klärchen, super. Wir begeben uns an die Arbeit. Ich weiß gar nicht, was ich machen möchte. Wir müssen erstmal alles angucken. Oh, diese... Ja. Ach so, den Zuschauern, falls jetzt welche schon zuschauen. Um das zu erklären, wir haben beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben, das war ja vor meinem Urlaub, ich glaube nur Woche oder so, und da war das gerade aktuell mit dem Erdbeben in Italien, wo unzählige Leute ums Leben kamen. Und da haben wir jetzt gesagt, weil wir haben ja jetzt, der Dom ist ja noch nicht fertig. Und ich habe vor, hinter dem Dom, wenn der Dom fertig ist, einen kleinen Friedhof hinzumachen. Und wenn irgendwelche Ereignisse sind, wie zum Beispiel jetzt mit dem Erdbeben, wird dann da ein Grabstein im Prinzip hingemacht mit so einem Text. Ich denke mal, das bietet sich an. Jetzt haben wir es erstmal hier im Dom drin, weil ich halt, wie gesagt, noch keinen Friedhof habe. So, das soll keine Verschmälerung oder so sein. Das soll wirklich so sein, dass man, ja, an die denkt oder so. Na, wie halt, als war auch man als Angehöriger, der einen verloren hat, zum Friedhof geht und so. Aha. So ist das geplant. Nicht böswillig oder so. Aber ich denke mal, vielleicht ist das ja eine schöne Sache. Ich kann nur hoffen, dass der Friedhof nicht so schnell voll wird. Ich kann es auch nur hoffen, ja. Weil es waren ja jetzt zum Beispiel auch wieder, es sollte ja Waffenruhe sein. Und der wurde nach 2 Tagen natürlich wieder gebrochen, aber das war ja von vornherein irgendwie klar. Aber ich finde es traurig. Ich finde es absolut traurig, dass man sich nicht an Abmachungen halten kann. Ja. Ja. Ja, ja, die Interessen, die gehen da über Leichen. Ja. So. Aber ich finde es gut, dass heute so viele Leute gegen TTIP und CETA auf den Straßen waren. Das hat mich gefreut. Ich habe gar nichts mitbekommen. Also ich muss sagen, in den 2 Wochen, wo ich jetzt in Holland war, habe ich nur ein einziges Mal Nachrichten geguckt. Und sonst wollte ich auch gar nicht. Also ich wollte abschalten, ne? Mhm. Ja, ich habe in Island auch nichts mitgekriegt. Ich wollte das auch abschalten. Aber das war heute gegen CETA und TTIP. Die sollen diese Handelsabkommen, die gemacht werden sollen mit der USA und mit Kanada, weißt du? Aha. Und da waren heute, also die Veranstalter sagen, in ganz Deutschland, in 7 Städten ist demonstriert worden, es waren 300.000 Leute. Oh, okay. Oh, okay. Ja, das ist schon eine ganze Menge. In dem Handelsabkommen, erstens mal sind sie geheim. Die Bevölkerung, noch nicht mal die Abgeordneten sind informiert worden. Die haben dann durchgesetzt, dass sie Einsicht nehmen können und dann ist bestimmt worden, das wird in einem Raum ausgelegt, da müssen sie reingehen. Vorher müssen sie Handy und alles abgeben. Und sie müssen versprechen, dass sie über das, was sie gelesen haben, Stillschweigen bewahren. Sie dürfen sich auch keine Notizen machen, sie dürfen nichts aufzeichnen, sie dürfen da drin nur lesen. Und sie dürfen es keinem weitererzählen, was sie da lesen. Okay. Das ist doch ein tolles Abkommen, oder? Ja, es ist ein richtig tolles Abkommen. Das ist ja, ja perfekt. Und im Grunde genommen geht es darum, dass die Standards angeglichen werden sollen zwischen Amerika und Europa, wo viele, viele Leute bei uns befürchten, dass unsere Standards abgesenkt werden könnten. Es ist zum Beispiel so, bei uns darf kein Stoff irgendwie in Kosmetika oder Lebensmittel oder sonst was, der im Verdacht steht, krank zu machen. Mhm. In den USA gilt nur, dass bewiesen sein muss, dass er krank macht.
Alles, wo nicht bewiesen ist, dass es krank macht, darf in Lebensmittel oder in Kosmetika oder sonst wie an Menschen ran. Und das ist bei uns anders. Und das würde dann angeglichen werden. Wie? Na, fragst du mal, ne? Mhm. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Ja, bitte. Wir haben noch einen Zuschauer. Ja, habe ich gerade gesehen, ja. Tim Kienberger. Hallo. Hallöchen. Herzlich willkommen. Ja, so. Bitte, das wollte ich nur kurz. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Wollte ich nur mal sagen. Ja. Alles klar. So, beim letzten Mal haben wir eine Kapelle gemacht, ne? Ist das richtig? Eine was? Ein Chor da hinten, ne? Eine Kapelle hier hinten, ja. Ach ja, genau. Ich habe ja den Boden rausgerissen. Ah, ja. Boden hier liegen. Ach, wir müssen noch. Ich kann Fußboden machen. Ja, freu dich. Oh, ich tue mich ja so schwer mit. Ja, doch. Ja, hier ist da. Hatten wir Fenster? Wir haben da noch Fenster gemacht. Oder hast du das gemacht, Gerda? Das hat sie Gerda ja noch gemacht. Ja, das hattest du, ne? Ich hatte so eine Idee von einem Farbkonzept, dass es hier sehr bunt und relativ dunkel ist und dass es dann hier immer heller und pastellartiger ist und dass ich hier hinten dann huch. Was denn? Ich wollte nur mal gucken. Ach so. Und dass es hier hinten dann ziemlich weiß wird. Ich hatte auf einmal einen Erdklotz vor der Nase und dachte, Hilfe! Rettet mich! Gerda! Ich bin bei dir! Danke, danke. Ja, das wird noch spannend, wie ihr hier hinten um die Ecke kommt mit eurem Fußboden, wa? Oder nee? Ja, ich bin auch am Überlegen, ob der Fußboden hier hinten nicht komplett anders gemacht wird. Ja, man könnte ihn vielleicht strahlenartig machen, wa? Oder die Überlegung ist, dass man das von da hinten halt so rüber irgendwie fortsetzt, dass es vielleicht kleiner wird oder so. Das ist schwierig mit dem Muster. Ach nee, das geht, es ist hier ja unterbrochen, das ist hier schon. Ja, hier ist es sowieso schon unterbrochen. Aber okay. Ich muss mal gucken. Wobei, hier hinten könnten wir ja eigentlich wieder anknüpfen an dem alten Muster, oder nicht? Ja, kann man könnte machen. Man machen, aber man könnte auch was anderes hier hin machen. Man muss ja nicht das von vorne nehmen. Nö, oder man macht halt, weil es ja jetzt zur Kapelle hinten rumgeht, irgendwas Pompöseres. Man kann auch zum Beispiel, ich habe jetzt nicht die richtigen Farben dabei, aber ich mache das erst einfach nur mal so, ja? Nur zur Anschauung. Das ja, waren. Mach mal. Hoppala. So. Und einfach so nur die Muster zum Beispiel macht. Ach so, meinst hinten du? Hinten an der Kapelle. Das, ja. Aber vielleicht könnten wir da viel mehr noch mit so Goldtönen, also so Gelb oder Gold arbeiten, weil das ist dann ja so das Allerheiligste da hinten. Ja, genau. Ja, das wäre eine gute Idee, ja. Na, die Diagonalen, die du da machst, die sind schön, aber die könnten von der Mitte weg zeigen. Wenn sie wissen, was ich meine. Also hier hinten haben wir doch so einen Halbkreis mit einer Art Mittelpunkt, ne? Und den Mittelpunkt nehmen wir einfach hier diesen Glowstone, auf dem ich jetzt stehe. Dann kann man das ja von da aus. Dann könnte man von da aus versuchen, so Art irgendwie, weg. Strahlenförmig hier so und dann müsste von der Mitte aus hier lang waagerecht laufen, hier hinter dieser Säule. Würde es so lang gehen. Und dann, dass es immer schräger wird, meinst du? Ja, und da, naja, das ist sehr schwer. Also direkt
diagonal geht ja hier, das wäre die Fortsetzung, ups, stehe ich richtig, von diesem hier, also hier irgendwie. Ach, du meinst, diagonal. Also Stern, ja, okay, dieses sternförmig. Ja, sternförmig, so versuchen ein bisschen sternförmig, wie Strahlen, aber ja, könnte man machen, Und dann hast du hier so Abteilungen, 1, 2, 3, 4, in denen man auch eine Blume reinsetzen könnte als Fortsetzung. Mm. Oder man macht es halt, wie Steffi sagte, von hier aus alles diagonal in irgendeinem netten, bunten Muster. Wir können das ja erstmal so probieren vielleicht und gucken. Mal an einer Ecke ausprobieren. Ja, ja. Okay. Ich mach mal hinten wieder weg. Ich kann ja mal gucken, wie ich das hier mit den Fenstern gemacht habe und versuchen, mich wieder reinzufitzen. Ja. Ich muss mal gucken, wie der Rode diese Gewölbe gemacht hat. Vielleicht mache ich auch Bögen. Ach, hier hatten wir aufgehört. Warte mal. Wo bist du? Das eine Stück. Ich bin noch hier an der Seite, müssen wir das noch zu Ende machen. Oder ach so, ich, ja. Das fehlt, aber das ist ja kein. Das ist ja nur. Muss ich nur mal gucken. Wie war denn das? Das ist. Oh, hier. Nee, das muss ja dann wieder hier wie hier sein, ne? Das ist auch. Steffi? Ja. Das muss dann ja aber wie. Genau, wie dieser Seitenarm hier, genau. Ja. Mit, also brauchen wir Ton und. Roten Ton haben wir. Granit hab ich. Und da hattest du roten Ton. Den roten Ton müssen wir auch noch haben. Und das hier, das ist Andesit. Ach, Andesit habe ich genau 6 Stück. Und dann hier den weißen. Aber weißen Ton brauchen wir, ne? Oder haben wir den schon geholt? Waren wir nicht noch los? Oh. Ja, wir war auch, scheint, ich habe auch das Gefühl, dass wir waren, aber... Ich meine, wir waren noch mal. Ach, Göttchen, ach, ja. 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 Da ist ja... Ein bisschen was haben wir noch. Ein bisschen, ja. Lierte hier, roter, gebrannter Ton, da brauchen wir ja nicht viel. Aber was Prunkvolles... Das heißt... Ich weiß ja nicht, wie viel Gold hatten wir eigentlich? Nicht genug, ja. Dass wir... Oh, nee. Aber das eine, das Golderz kann ich schon mal einschmelzen. Weil... Oh, Stein. Habe ich das jetzt nicht mitgenommen? Bin ich doof? Hallo? Nee. Was kann man denn noch... Ich meine, wir können auch einfach. Ja, oder wieder Glowstone, ne? Aber dafür müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann in den Nether. Irgendwann ist gut. quasi bald. Ach, ich habe ja meine Sachen hier abgelegt. Stimmt ja. Oh, erstmal hier wieder zurechtfinden mit den Kisten. Stimmt ja. Die sind beschriftet eigentlich. Ja. Ja. Aber auch den Rode immer darauf hingewiesen. Aber wir haben Klinis. Ah, meine Klinikiste. Da. Na eben, genau. Die ist nämlich so leer. Oh, Glas. Oh. Glas ist hier auch noch. Knochenmehl. Boah, ich muss erstmal hier mehr wieder... Noch mehr Glas. Ja, ne? Ist eigentlich wie viel? 4 Wochen her? Ja. Nee, 3 Wochen. 3, ja. Nee, 4. 4? Ja, es war die Woche, bevor du gefahren bist. Ja. Also dann 3. Ja, oder? Also ich war jetzt bei Wochen. Doch, 2 drei, Wochen war drei, ich weg. 3 ja. Wochen. Hm? Mal hier einmal. Steine. Ich brauche Steine. Steine haben wir.
das Loch in der Wand, hier war das Loch in der Wand. Hm. Edel. Ich... Oh. Boah, das wird dann aber ein Unterfangen, ey. Ich probier mal was. Wird aber... Teuer? Ja. Mhm. Zumindest ein Rohstoff. Gucken wir mal, ne? Und wenn es nicht passt, dann ruppen wir es halt wieder in 20 Folgen aus. Das ist doch scheißegal. Gar kein Thema. So, ne? Glas. Also Gerda, falls du wieder Glas brauchst. Ich habe die kostbare Spitzhacke hier, die tue ich mal sofort in die Holzkiste. Däh. So, was habe ich jetzt? Weißgebrannter. Ach so, hier. Oh, wir haben so viel Cobblestone. Ey, das ist auch schon nicht mehr feierlich. Erde, Erde, Erde. Wo ist denn hier? Das werden wir aber alle brauchen. Ja, das werden wir alles brauchen. Keine Frage. Wollt ihr mal gerade kommen und euch das angucken, yeah, bevor ich noch mehr mache? Bist du hinten? Ja, genau. Hier. Oh, wir haben noch einen neuen Zuschauer. Legendengamer312. Hallo, Legendengamer312. Hallöchen. Ja. Obsidian. Ja. Also Schwarz-Weiß-Muster erinnern mich immer an Küchenfußböden. Aber es ist mal eine Alternative. Es ist kostbares Material, nicht? Ja. Zu leugnen, ja. Man kann ja auch anstatt Weiß irgendwas anderes nehmen. Ich würde. Der Kontrast ist schon gut. Ja, oder mit Gelb. Mit Gelb ballert das ja auch richtig. Ja, also ich habe ja das Vanilla Texture, ne? Und da hat dieser Obsidian blöderweise immer so eine lila Note. Wenn ich mir da jetzt Gelb vorstelle, kriege ich Augenkrebs. Ne, ich habe Schwarz. Ja, schwarz und gelb bei mir ist schön. Ist pechschwarz. Ja, und gelb, so ein kleiner lila Ton ist schon drin. Liebe Zuschauer, was sagt ihr denn? Sollen wir den Boden so machen oder mit einer anderen Farbe? Könnt ihr ja mal gerne in den Kommentaren unten reinschreiben, in den Chat. Ja. Was ihr davon haltet. Weil bevor wir jetzt hier weitermachen, dann könnt ihr ja auch mal sagen, was ihr davon haltet. Endlich haben wir ja die Gelegenheit, euch direkt zu fragen. Genau. Ja, bevor es schon passiert ist. Okay. So denn, ich brauche noch mehr Andesit. Da, jetzt wollen wir mal gucken. Steffi, du kannst ja testweise mal hier gelben Ton oder... Ja, kann ich mal machen. Haben wir noch da? Ich meine, ich bin gerade auf dem Weg. Meine ich, in meinem Texture Pack mit den durchgehenden Fenstern sehen die Fenster echt ein bisschen blöd aus. Teilweise. Ach so, hast du dieses durchgehende? Sort, ja, ja. Und wieso blöd? Ja, weil wo du die verschiedenfarbigen Fenster hast, siehst du immer die Blöcke. Aber wo es halt gleichfarbig ist, ist es halt durchgehend. Und das sieht ach so gerade nicht so schön aus. Oh. Wieso ist hier denn noch Gold? Und das jetzt? Ah, gelben Ton haben wir noch. Ich nehme den mal mit. Mhm. Und dann... Rot? Hier wurde Gold aber mal ein bisschen falsch eingetütet. Das Rot kann man ja auch mal ausprobieren. Hier sind noch Goldblöcke, das kannst du vielleicht auch noch mitnehmen. Ja, aber Gold ist, boah. Ja, es ist, ja, wobei Gold mittlerweile ja relativ viel vorkommt in Höhlen und Schluchten. Ich war heute erst unterwegs, da habe ich Menge Gold gekriegt. Schade, es traut sich keiner.
Es traut sich leider keiner, irgendwie was zu schreiben. Irgendwas zu sagen? Hi und okay. Naja, mal gucken vielleicht. So, jetzt muss ich mal... Richtig. Ah, was ich hier mache. So, jetzt hinunterbauen und gucken. Da läuft gerade jemand unten rum. Kannst du mal zu mir hoch gucken, wer auch immer du gerade bist? Ich kann es gar nicht lesen. Tabo? Tabo? Ja. Dreh dich mal um. Ach, da bist Guck mal hoch. Hab ich diesen Bogen richtig gebaut über mir? Sieht der richtig aus, bitte? Oh, wir haben einen neuen Zuschauer. Ein Augenblick. Oh ja. Jennifer Meyer. Genau. Hallo. Hallöchen. Grüezi. Hallo, ja. Wir sind heute das erste Mal live. Also sie fragt, seit wann seid ihr live heute das erste Mal? Alles ganz neu und aufregend. Ja. Sind wir. Warte. Ja, ist richtig. Danke. Richtig. Super, danke. Bitte. Jetzt muss ich mich hier erstmal... Das ist doch falsch hier, oder? Naja. So, das ist komplett verkehrt. Wo fängt denn der Krempel an? 1, 2, 3. Steffi, bist du noch da? Ja, ich habe gerade der lieben Jenny zurückgeschrieben. Ach so, ja, okay. 1, 2, 3. Das ist leider das, was ich meinte. Ich habe den separaten Lappy zwar hier, aber ich bin dann halt leider nicht am Mikro. Ja. Liebe Jenny, falls du jetzt gerade erst dazugestoßen sein solltest, was ich ja auch mal nach deinem Text vermute, wie würdest du den Boden machen? Und zwar haben wir jetzt hier Obsidian. Und es ist noch die Frage, welche Farbe wir noch dazu nehmen. Ich habe jetzt einfach mal eine Reihe mit Rot gelegt, mit Gelb oder mit Weiß.